Hallo, liebe Dr. Tanja Kühne. Tanja, ich freue mich, dass du bei uns bist. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch. Gerne, Tanja. Ja, wir haben hier den Freitalk zum Thema Rückengesundheit und du hast die Balance-Methode entwickelt. Und für unsere Zuschauer einfach mal die Erklärung, was ist die Balance-Methode? Bei der Balance Dr. Tanja Kühne Methode geht es um Aufrichtung der Wirbelsäule. Wir können die Wirbelsäule bis zu 3 cm tatsächlich nach halbe Stunde aufrichten. Das heißt, sie ist nicht gewachsen um 3 cm, sondern aufgerichtet. Das Besondere, wie wir das machen, das ist unsere Know-how weltweit. Wir arbeiten sehr gezielt aus der Kyphose, also aus der Brustwirbelsäule. Ja, die meisten haben Probleme oben und unten, also eher im Hals- und Lendenwirbelsäulenbereich. Unser Know-how ist, dass wir sehr sanft, sehr funktionell aus der Brustwirbelsäule arbeiten, um die Wirbelsäule in natürliche Aufrichtung zu bringen. Wir haben dafür ein spezielles Gerät entwickelt, was patentiert ist, in Deutschland produziert wird. Und das alles zusammen kann tatsächlich wahnsinnig viel. Klar, wissenschaftlich habe ich das auch vorbereitet. Das Wichtigste ist aber die Praxis. Was haben die Leute? Weniger Schmerzen. Ja, das ist für mich war auch eine Erkenntnis. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Schwerpunkt Sportphysiologie. Das heißt, ich muss nicht nur wissen, wie die Muskeln heißen, sondern wie die auch während der Bewegung miteinander auch kommunizieren. Ich muss auch verstehen, versuchen zumindest, wo kommen die meisten Ursachen für Rückenschmerzen, um die wiederum durch entsprechende Trainingsprogramme zu präventiv anzugehen. Und das habe ich genau bei meiner Methode gemacht. Die Leute haben weniger Schmerzen, weil für mich, ich persönlich habe auch massive Rückenschmerzen gehabt, habe viel Muskulatur als Leistungssportler. Wichtig war zu erkennen, ich muss erstmal Dekompression schaffen, ich muss aufrichten, bevor ich stabilisiere. Also Dekompression, Aufrichtung ist für mich der erste Schritt zur Schmerzlinderung. Genau, die Bandscheiben, die Nerven können ihre Impulse wunderbar zu Organen, auch zu unseren Extremitäten, uneingeschränkt weiterleiten. Somit ist Koordination, Leistungsfähigkeit besser, natürlich gesamte Zirkulation von Herzkreis auf der Herzkreislaufebene, sowie aber auch Lymphe ist dadurch auch im großen Vorteil. Also das ist der gesamte Mensch, den wir dann verbessern. Das ist so, als ob wir auf allen Autobahnen, die in Deutschland sind, auf einmal staufrei machen würden. Tanja, als Expertin mit so langjähriger Erfahrung, einfach mal 3 Tipps. Also regelmäßig Brustkorb öffnen, mindestens so 2 Minuten, am besten 3 Minuten diesen Zustand anhalten. Den kann man im Sitzen eh nicht so schön, weil das wird dann anstrengend. Also hinlegen am Boden, am besten hat man so am meisten die Ruhe vorm Schlafen. Und sich hinlegen, Handtuch am besten zusammenrollen oder vielleicht 2 Tennisbälle irgendwo finden, wenn man meine Bälle nicht hat. Oder einfach sich über die Stuhllehne, Hauptsache Brustkorb öffnen und einigermaßen in diesem Zustand gut 3 Minuten verweilen können. Etwas ruhiger und tiefer in Brustkorb atmen, so dass der Atem aber nicht leistungsmäßig wie so ein Pusten erscheint, sondern eher leise und länger. Tipp Nummer 2, bewegt eure Gelenke so oft es geht. Also alles, was so nach hinten vor allem geht, kreisende Bewegung, alles, was Hände streckt, weil wir oft greifend arbeiten im Alltag, also Hände öffnet und entspannt, Schulter nach außen mobilisiert, Beine dehnen unbedingt die Oberschenkel, Vorderseite und Gesäß, weil da sind sehr verkürzte, verspannte, verklebte Partien in uns und vor allem Waden ein bisschen mal bewegen. Also ob man beim Zähneputzen Zehen so mehr auf den Zehen sich hoch und runter hebt, Hauptsache Waden bewegen. Schön, dass du bei uns im Freitalk warst. Der große Talk kommt ja noch und da freuen wir uns sehr drauf und machen jetzt ein bisschen Werbung, dass unsere Ideen in die Welt kommen. Danke. Vielen Dank dafür. Ja, ich bin dabei. Tschüss. Tschüss.